Moin Freunde, ja, wir machen heute wieder weiter mit unserer kleinen Serie, mit der Scavbox aus dem Hideout. Und zwar sind angedacht die 85.000 Rubel-Runs. Wir machen 10 Stück. An der Seite liste ich euch auf, einmal den Einsatz, einmal den Gewinn. Und ja, rein geht's, ne? Zack. Zack. Ah ja, schöne Cappy. Cappy so 2K. Na. Na, schick ist anders, ne? Aber Geschmäcker sind verschieden. Der Domski, ja, circa 10, 11K. Und der Muscle Break ungefähr 5K. Ach. Ja, die Rüstung liegt so bei 70k, da sie noch komplett ist. 40 von 40 Haltbarkeit. Ach, ja. Weiter geht's. Oh. Einen goldenen Schädel. Ja, ungefähr 60k. Aktuell. Schwankt aber auch. Hier teilweise teurer weg. Der Key ist bei 50k. Den Key könnt ihr auch für 46k bei Therapist verkaufen. Im Endeffekt kommt es ungefähr aufs Gleiche hinaus, weil ihr ja keine Kosten zum Reinstellen habt. Hydrogen ungefähr 9k. Ich sag immer Schweinenase, aber das Plug, ja, ungefähr 4k. Naja, ist okay gewesen, ne? Uff! Ein Charlie? Ja, für ungefähr 23, 24k. Und das gute kleine blaue Tape für, ja, circa 21k. Ein da! Mhm. Ach, gar nicht mitbekommen. Dokumentencase, ja moin. Die Maske, die geht auch teilweise für 12k weg. Ungefähr. Kommt drauf an, welche Zeit ihr das reinsetzt am Tag. Der Aufsatz ungefähr bei 8k. Okay. Das Rear Side. Ah, ca. 4k. Documenten Case 300k. Ungefähr 300k. Ja, nett. Schmeckt. Schubidu. Ah ja, okay. ja. Oh. Oha. Key to Olli. Ja, okay, damit hätte ich jetzt nicht geredet. 65k, 66, 67, irgendwie so in dem Dreh. Und das gute Stück bei, ja, ungefähr 15k. Ja. So, nächster Run. Oh. Ja, wann gibt's die Keycard? Scheinbar gar nicht. Circa, ja, ich würde sagen 18, 19k. Und das gute Stück so bei 19k. Oh, das war schon wieder, ne? Wie gesagt, Magazin könnt ihr einzeln verkaufen, aber das bringt in dem Fall ja 3k. Lucky. E-Swing. 306, okay. Ah, Fettfinger. Okay, 30k. Ah, ja, rechnen. 1100 mal 38, sagen wir mal 40.
ja, gute plus minus 40k. Und da drin ist PRS Money. PRS Money ist nicht viel wert. 30 Rubel. Und hat, ja. Okay, 1000 Rubel ungefähr. Also, das ist wirklich nicht viel wert, die 120 Schuss. Okidoki. Shiftgriff, okay, bisschen was wert. Ja, sagen wir mal 60k. Okay, das Mount ist circa 3k wert. Pistol Grip, schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, dazwischen irgendwie so auch maximal so 5k. Naja. Könnte besser sein. Bisschen heiß. Macht Spaß. So, rein da. Eine Granate. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Granate F1 bekommen. Eine F1-Granate. Ja, aber läuft sich so bei 15, 14k. So, und ja, die PP ist circa bei 12k, ne? Also war ein bisschen Minusgeschäft. Ein bisschen ist gut. Abfahrt! Und? Naja, okay, der Checkpoint-Key ist immer so 60, 61k wert, aber den könnt ihr auch auf jeden Fall bei Therapist verkaufen. Einmal kurz zum Zeigen. Der bringt euch halt hier auch 61.000 ungefähr ein. Und der, ja, nicht der Rede wert, 3k und einmal die Mets. Ja, sind bei 12 bis 13k. Ja, das waren schon wieder die 10 Runs. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln, was man an Gewinn, Verlust rausziehen kann. Ich war sehr zufrieden mit den ganzen Runs, muss ich ehrlich sagen, auch Offstream gesehen. Und ja, haut einfach in die Kommentare, was ihr mal rausgezogen habt. Fetten Red Rebel, fette Keycard oder ähnliches. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder gegebenenfalls sogar ein geiles, kostenloses Abo. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein.